Und ihr hört's. Wie bestellt, ne? Wie bestellt, oder? Das ist die Fantasy-Mod. Und die andere Seite, die ihr hört, das ist Weltbrei, der jetzt gerade da vorne rum eiert. Ich eier nicht rum, ich besorge uns wichtige Ressourcen. So, einen schönen guten Tag. Wir sind zurück. Entschuldigung, es tut mir leid, das war ein Versehen. Arbeitsunfall. zurück in der Fantasy-Mod. Und es läuft irgendwie, haben wir konsterniert und... ist die Frage, gehen wir erstmal hier hinten rum. Lass den mal kreischen. Wollen wir gar nicht zu Cliff gehen? Hier, Cliffhanger, da vorne war er doch. Du wolltest mir erklären, was ein Cliffhanger ist. Da vorne steht er. Okay. Er steht im Keller und schreit. Das ist der Cliffhanger. Genau, das ist der Cliffhanger. Da geht es hier auch nur runter in den Keller. Oh ja. Dann können wir auch da drüben. Lass uns doch die Tür da nehmen, oder? Ja, okay. Also, weil ja, dann machen wir hier zu. Da schreit ja gerade was. Das will das sucht ja Aufmerksamkeit. Genau. Es will haben. Ist wahrscheinlich derselbe Keller, machen wir uns nichts vor, ne? Aber wahrscheinlich. So, pass auf, geh vor. Oh. Ja, kannst du hochkommen? Es wäre besser, wenn du mit reinkommst. Ich bin da. Ja, Nahkampf, weil macht fünfmal mehr Schaden als dein Pfeil und Bogen irgendwie so. Nahkampf macht echt viel mehr Schaden in dem Spiel. Oh. Siehst du? Zwei Schläge, dann sind die weg. Oh, da geht's auch nochmal hoch. Oh, Tür blockiert, okay. Warten. Schade, dass die blockieren, ne? Ja, ist okay. Oh. Wow. Eine Schaufel, ich habe eine Schaufel für dich. Compound Bow. Pfeile. Ich habe eine Schaufel. Oder hast du eine Eisenschaufel jetzt? Eine Eisenschaufel? Ja, dann kannst du die gleich mal ausprobieren, damit du auch mal weißt, wie das geht mit den Schaufeln. Eine Eisentür und nochmal 4 Repair-Kits. Nimm alles mit. Ja, Eisentür habe ich mitgenommen. Ich habe so eine Loot-Verzögerung hier. Ja, die Stoffcouch nimm mal auseinander, ne? Unbedingt. Und die Dinger nehme ich auch auseinander, weil die geben auch Ressourcen. Du hast immer noch nicht geschaufelt hier. Mhm. Dabei sind hier Zementsäcke. Ich glaube, mit der Eisenachse, mit der Eisenschaufel kriegst du mehr raus wahrscheinlich. Bin mir aber nicht sicher. Das weiß ich auch nicht. Pass auf, den blauen baue ich nicht ab, weil dann verlieren wir den Waffenrucksack. Was machst du nicht? Den blauen Sack baue ich nicht ab, weil dann verlieren wir den Waffenrucksack. Der fällt runter und geht kaputt, weil wir doch diese kleine Map haben hier, weißt du? Ja, du kannst... Ja, der ist auch schon angeschlagen. Okay. Ja, habe ich zweimal draufgeschlagen, habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht doch lieber aufhöre damit, weißt du? Ja. So, warte, ich komme runter. Ja, hier musst du jetzt mal mitschaufeln, du. Hier sind zu viele. Schaufel mal eben mit, du. Weil je früher wir Steine haben, desto besser für uns, würde ich sagen. Auf Wiedersehen, kleiner Imp. Ich mache hier erstmal Safety. Ja, was heißt Safety? Ja, ich kille, was da ist und dann können wir in Ruhe hier looten. Okay. Sieht nice aus. Ist doch nichts mehr hier. Wie zum Teufel? Ah, hier. So. Auf was schlägst du denn da noch ein? Ah ja, wir brauchen, du endest dich nachher Papier und Plastik und diesen ganzen Kram. Ja, Plastik ist auch noch ein bisschen hin, ne, oder? Ja, nicht unbedingt. Ist das nicht besser, wenn wir die mit der Wrench auseinanderbauen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Nee, die kann man nicht wrenchen, die kannst du nur zerkloppen. Ach so, okay. Ist denn das hier ein Teppich oder was soll das hier sein? Oh, es gibt Holz. Sieht aus wie eine große Teppichrolle. Okay. Gut. So langsam bin ich auch voll. Mhm. Ja. Also eine Reihe habe ich noch, aber... geht noch ein bisschen was. Ja, man wird ja nicht leichter, sag ich mal, ne? Ja, Mann. Ein Holzstamm als Teppichrolle getarnt. Clever. Nee, das machen wir lieber erst so, sonst fällt die Couch runter und dann ist der Stoff weg. Das wäre schade.
Die Zeit geht aber gut rum, ne? 15 Uhr schon, du. Tag 2. Krass. Ich muss nur bald was trinken, weil ich bin runter auf 56%. Das geht ja auch auf die Ausdauer dann und so. Ja, ja, klar. Aber das können wir dann auch erst machen, wenn wir wieder zu Hause sind. Wir sind ja, das Haus haben wir ja nebenan, also von daher. Ja, wer weiß, was draußen vor der Tür auf uns wartet. Ich habe schon Benny Hill Musik in meinem Ohr. Ja. Faceless. Übrigens vielen lieben Dank für den Follow. Aha, mechanische Parts kriegen wir auch. Das ist schon gut hier, diese Kartons wegzumachen. Ich höre draußen so eine Lagerta. Die kriegt wahrscheinlich dann die Fänge. Also machst du die Kartons und ich mach die Schaufelsachen, ja? Richtig, richtig, richtig. Okay. Du kannst auch diese Schaufel haben. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das ist vielleicht besser. Da kannst du die andere gerade scrappen. Hier. Nee, alles das köpfe ich nicht, Neustart. Weil das hier eine Stahlschaufel ist und Stahlschaufeln kosten richtig Ausdauer. Ja, probierst du mal. Ja, dafür machen sie auch was weg. Es schade, nie eine Zweitschaufel zu haben. Also zu Hause wenigstens. Wenn mal Besuch kommt. Oh, hier oben ist was. Habe ich dich gesehen? Oh, 5 Öl habe ich noch gefunden. Das ist gut. Das ist gut. Ach nee, wir haben ein Grinder-Rezept gefunden. Sieht aus wie ein Buch. Kann ich benutzen. Okay. Grinder-Recipe. Ich lese das Grinder, mal. Ne? Okay. Ja, ja, mach mal. Das ist aber was aus dem Fantasy-Mod wahrscheinlich, weil das ist so ein gelbes kleines Buchsymbol. So ein ganz anderes Buchsymbol. Hughes. Ja, ich habe irgendwas gelernt. Grinder. Es könnte das... Ich habe keine Ahnung, was ich gelernt habe. Es gibt einen Grindstone, ja, den gibt es. Ich weiß aber nicht, ob das... keine Ahnung, was ich gelernt habe. Hast du da was gelernt? Ich habe keine das Ahnung. Das muss geklippt werden, ey. Das ist Tal der Ahnungslosen. So. Ich habe keine Ahnung, was ich gelernt habe. Ich weiß doch nicht, was ich kann. Sau geil. Ja, aber so sieht das aus. Das ist schon ein hartes Leben. Brutal, brutal ehrlich, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich gelernt habe. Okay. Das könnte der Mahlstein gewesen sein, der Grinder da. Den man jetzt dann in der Werkbank nur herstellen kann, aber dafür, dass man ihn herstellen kann, muss man vielleicht vorher dieses Rezept finden. Das kann sein. Waren wir hier schon? Nee, ne? Hier waren wir noch nicht, ne? Oder doch? Weil du warst hier schon. Hier war ich gewesen, genau. Hier können wir noch ein bisschen abernten und dann können wir... Das landet wieder im Best-of. Ah, okay. Okay. Stefan, denke ich, soll das heißen. Du bist wieder arbeiten. Also dann, viel Spaß. Schön, dass du reingeschaut hast. Ich glaube, draußen ist er tot. Mit Sicherheit. Egal in welcher Form. Nein, ich habe ihn gehört. Okay. So ein dumpfes Wumm. Das ist er eigentlich. Ja, verdammt, der steht genau vor unserem Haus, ne? Ach, verdammt. Wenn das unser, ja, das ist unser Haus. Ja, das ist unser Haus. Der kommt jetzt langsam in diese Richtung. Aber wenn wir hier rumlaufen, dann können wir, ich glaube, das geht sich aus. Bomber? Genau. Hier rüber, dann kommen wir von der anderen Seite einfach mal nach Hause oder so, ne? Müsste eigentlich gehen. Ach, warte mal, dann nehme ich hier nochmal ein paar Steine mit. Ich glaube, der ist sehr nah dran. Ich glaube, es wird schwierig, nach Hause zu kommen, ohne ihn anzulocken. Hier sind Tomaten, hier ist ein kleines Beet, ne? Okay. Du, wollen wir den eben anlocken und killen? Ich habe gerade keine Ausdauer mehr. Hier ist ein Cooking Pot. Ja, kannst mitnehmen, können wir scrappen. Der Tod ist jetzt auf der anderen Seite vom Haus, also auf dieser Seite. Ja, ich sehe ihn. Ich versuche mal reinzukommen, um mein Inventar leer zu machen. Und dann können wir den ja vielleicht angehen, aber ich habe nicht mehr so wahnsinnig viele Pfeile gerade. Du hast doch deine speziellen Pfeile bekommen. Oh.
Kann ich den normalen Bogen benutzen? Der Tod versucht bei uns zu Hause einzudringen, ne? Ja. Komm mal her, dann lass uns den killen eben. Er ist schon bei mir. Ich versuche mal zu dir zu kommen. Ich laufe mal ums Haus herum. Du läufst in die falsche Richtung. Dreh mal um, bitte. So kriegst du ihn nie. Bleib einfach stehen, Asrak. Bleib einfach stehen. Das ist cool, dass du... Ja, dann bitteschön. Nimm ihn. Volltreffer. Ich habe einen Eispfeil auf ihn drauf gehackt. Jetzt hast du einen Eispfeil auf ihn drauf gehackt. Nimm lieber Nahkampf. Komm, lass uns, wenn wir den... Nee, ich muss jetzt weg, sonst bin ich tot. Wenn wir gleich im Nahkampf draufgegangen wären, hätten wir ihn killen können. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich muss ins Haus. Weil ich keine Heilung mehr habe und nichts. Versuch einfach wegzukommen, ne? Mhm. Aber wie gesagt, zu zweit im Nahkampf. Anders kannst du den nicht machen. Alles andere bringt nicht so viel. Oh, aber wenn ich ihn nicht treffe, die Hitbox ist nicht gut. Doch, die ist sehr gut eigentlich, die Hitbox. Nee, ich habe ihn gerade nicht getroffen. Er ist nach da drüben abgezischt. Aber wie gesagt, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass du direkt mit drauf gehst. Sonst alleine brauche ich das nicht zu versuchen mit der schlechten Ausrüstung. Ja? Sag mal, ich habe 12 Stahlpfeile, die kann ich versuchen, auf ihn abzuschießen. Warte mal. Oh Mann! Ich habe noch 9 Leben. Ja, ich habe auch nur 23. Wo bist du denn? Der heilt sich auch sofort wieder hoch, ne? Also, ja, deswegen müssen wir ihn wegmachen. Vor mir ist er. Er bewegt sich gerade nicht. Ich warte, ich gehe mal in Nahkampf ran. Ja. Ach, verdammt. Er hat gerade ein Orientierungsproblem, der Tod. Ja. Ich glaub, kommt Nummer 2. Ich glaube, die KI denkt, wir sind ganz woanders. Ja, dann kommt Nummer 2, bei dem kann mir jetzt erstmal gestohlen bleiben. Lass uns mal nach Hause gehen. Der erste ist weg. Lass mal nach Hause gehen. Ja, ich muss mich eh heilen. Aber ich habe das Wasser mitgebracht. Wir brauchen aber... Wir haben nichts zum Heilen, das ist das Ding. Doch, wir haben den natürlich. Die Healing Potion hast du, hier, ja. Nein, hier, die Betten. Hupsch aufs Bett. Ach ja, die Betten. Stimmt, Box. Ich mache nochmal zwei Small Boxes eben. Ne? Die Pfeile sind jetzt wohl weg, ja. Ich habe... Habt ihr eine Toilette in der Hütte? Haben wir? Nein. Nee. Nein. Nee. Nein. Ich habe noch 10 Feuerpfeile. Dann wird es jetzt langsam dünn. Ich glaube eher, dass sich die KI manchmal verlernt, sich umzudrehen. Das kann sein. Also eben hatte ich nicht das Gefühl, dass er überhaupt weiß, wo wir sind. So, die mache ich mal im Unlock. Schade, dass die Kisten so klein sind. Aber ich stelle uns nochmal eine Box her für Lebensmittel, ne? Packe ich hier zum Campfire dann, ne? Ja, da bin ich dafür. Bitteschön. Da, dann habe ich nämlich drüben einen Apfel, den kann ich da mal reinpacken und ein Eichen. Welche ist es? Na, du, die hier am Campfire. Da ist nur eine. Ah, da, okay. Konservendosen, Sandwich, Cooking Pots. Ja, mehr habe ich, glaube ich, nicht, was da reingehört. Bitteschön, kannst du dich jetzt dran bedienen? Scrap. So. Eisen. Alles drin. Blei, Zement. Hier, die linke davon, hier. In der linken hier, da kannst du mal gleich reingucken, da liegen also Eisen, Kohle, Roheisen, Potassium, Clay, Blei, Steine. Also erstmal immer nur ein Stack halt, ne? So Krams halt, den wir jetzt auch dringend brauchen am Anfang. Okay. Holz kann ich damit reinpacken.
Soll ich unten, ich könnte unten mal die Eisentür einbauen. Ich habe übrigens noch einen Zweitrock für dich, falls du mal einen brauchst. Das ist ja lieb. Da kommt, wenn du an mich denkst. Das, ja. Da kommt das rein, Zweitrock. Salz kommt, glaube ich, zum Essen, ne? Ja, ja, kann man reinwerfen. Und, ach, warte mal, dann habe ich noch Blumen. Die können da auch mit rein. Kannst du Wasser aufsetzen? Nein. Cooking Grill haben wir ja. Ja, warte. Wie, so ein Cooking Grill brauchst du doch nicht, um Wasser zu kochen, oder? Da bin ich mir nicht sicher. Nein, würde ich nicht denken. Das ist Kochtopf. Ich probier's mal. Ich würde mal denken, ganz normaler Kochtopf. Ich weiß es jetzt nicht, aber das würde mich überraschen. Okay, das geht nicht. Ich hab doch... Ach, der braucht aber lange zu scrappen. Betonmark. Nein, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Was kostet eigentlich so eine Toilette zu bauen? Die ist ja eigentlich wichtig. Toilette. Fancy Toilette. Wir können kein Wasser kochen. Können wir nicht. Wieso nicht? Weil wir nicht, also das Campfire ist es nicht. Wir können aber Boiled Water in Konservendosen machen, zur Not. Das suche ich. Alles klar, ich hab's. Tipp? Nö. Also, wenn man nicht eine halbe Stunde an irgendwas rätseln, brauche ich auch keinen Tipp. Das kriegen wir schon alles raus, kein Problem. So. Also wenn, dann rufe ich, wenn ich was wissen möchte, irgendwo so. Geht in allen Spielen so. Weil sonst brauche ich ja nicht selber zu spielen, dann kann ich woanders zugucken. So sieht es ja aus irgendwie. Du sollst nicht mit deinem Chat schimpfen. Ja, nee, aber... Du bist ein bisschen groß. Tippangebote innerhalb von 2 Sekunden nach Entdeckung sind, nehme ich halt nicht gerne an. So, ne? Ja, aber klar. Das sollte eigentlich auch jeder wissen. Weil dann brauche ich für dich nicht mehr selber zu spielen. So ist er. Er meint es nicht so. Doch, das meine ich so. Er meint es nicht so. Dich können wir mal durchladen, glaube ich. Nee, du hast nur 5 Schuss. Okay, dann packen wir dich da rein. So. Brauch ja nur Platz. Ghostplayer, vielen lieben Dank für den Host. Wasser ist in Arbeit. Ja, das ist super. Geht auch rapide runter mit 40%. Also kann ich wahrscheinlich gleich 3 Becher reinkippen irgendwie. Aber dann kann ich ja rausgehen, neues Wasser. Und ich heile mich jetzt erstmal hier auf dem Bett. Ich mache jetzt erstmal... Okay, nur 3. Feuerholz. Geheilt bin ich auch gleich komplett. Ich habe mal eine Frage. Du erinnerst dich, als ich die Spinne gebissen hatte? Mhm. Und als du sagtest, du hast Schlangengift? Ja. Hast du da in dein Inventarfenster geguckt oder hast du auf dem Bett gestanden und unten auch versehentlich Schlangenbuff gelesen? Weil da steht Schlafenbuff gerade. Mir fällt das gerade an. Im Inventar. Okay. Weil ich dachte eben, wieso habe ich einen Schlangenbuff? So, und dann habe ich erstmal genau hingeguckt und festgestellt, da ist ein F. Und da dachte ich mir, vielleicht ging es dir genauso, weißt du? So. Schlafenbuff steht da. Ja, ich weiß. Ich habe im Inventory geguckt und er unterscheidet, beziehungsweise für ihn ist Schlange Spinne. Ja. Oder andersrum, es gibt scheinbar nur Spinne und nicht die Schlange. Ja. Also der Buff ist schon ein anderer, aber die Bezeichnung ist falsch. So, was sagt denn so Skill? Was habe ich denn? Ich habe jetzt wieder Skillpunkte zu vergeben. 1. Gut. Oh, 1. Ja, dann. Bye. So, danke. So, was haben wir? Ach, wir müssen die 3 Schweinchen finden. Genau. Mhm. Wir haben schon 9 im Sklaven. Immerhin. Trink mal was, ne? Ja. Ja. Nimm dir mal ein paar Gläschen raus und so in aller Ruhe. Ich nehme mal eben. Es gibt neue Pio-Eis, genau. Varius. Und schon ist die Nacht. Wow, schon Tag 2. Das geht aber zack, zack hier.
Wer ist denn alles am Seven Days to Charity dabei? Da guckst du den Teaser. Der Trailer ist noch gar nicht draußen, der wird genial. Ich habe ihn schon gesehen. Da guckst du den Teaser, ich suche ihn dir gerne mal eben raus und verlinke ihn. Hier, da kannst du einfach auf TinyURL kommen. Habe ich den gar nicht da verlinkt. Ne? Aber da kannst du es auch sehen. Seven Days to Charity. Von Anfang an gucken. Geh mal auf die URL, da steht alles drauf, was du dazu wissen musst. Da ist das Video jetzt zwar nicht drin eingebettet, aber das findest du ja auf allen Twitch-Kanälen oder so, oder auch bei Asap oder mir. Den habe ich gerade nicht zur Hand. Kann ich dir gleich nochmal raussuchen, weil das Lied ist schön. Aber da hast du die genaue Streamer-Liste. Da sind die Kanäle auch drin verlinkt. Tür ist auf unten, das ist so richtig, ne? Ja. Was will ich denn überhaupt? Ich laufe hier rum wie Falschgeld. Warum bin ich nach unten gegangen? Weil du nur Neugier bist. Du wolltest nur gucken, was ich mache. Nee. War nicht so richtig. Ich frage mich jetzt gerade... Ach nee, ich wollte nochmal Wasser holen. Ich frage mich nur, wenn dich die meint, wir hätten immer noch nicht die aktuellste Version, obwohl ich gar keine aktuellere finde. Ob denn hier dann die ganzen POIs drin sind oder nicht? Keine Ahnung. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Nee. Sabo, hi, schönen guten Abend. Ich kann es nur hoffen. Jo. Ansonsten würde ich sagen, ich schlage einfach mal vor, weil 200 Imps, wir wissen, das kriegst du in 4 Wochen nicht hin. Wir werden uns einfach mal irgendwann wahrscheinlich künstlich Imps spawnen oder sowas. Zur nächsten Session, denke ich, haben wir das... haben wir die Quest erfüllt. Es kommen halt keine 200. Oder zumindest, 200. Wir haben sie bis auf 2-3 erfüllt. Wir suchen dann noch 2-3 und dann machen wir. Genau. Ja, wir arbeiten die vor. Ja. So können wir uns vielleicht einigen. Das ist eine gute Idee. Dann kriegt man den Effekt auch mit und so weiter, aber wir haben halt dann diese Strecke verkürzt. Im Mod Launcher ist die neueste Version und das bringt dir herzlich wenig, wenn du es auf dem Server spielst. Wir spielen es auf dem Server. So. Oh. Und wir haben ja die Version direkt aus Essen dem Discord von Lichti. Aktueller kann es eigentlich gar nicht sein. Ist das hier Wasser? Ja. So, gucken wir mal. Bottled Water. So, ich habe meine 4, die ich ausgetrunken habe, fülle ich gerade mal nach. Du? Mhm. Mhm. Ja, da stand im Discord stand 074 drin. In den Dateien. Craft Fire Conjure. Oh. Craft Fire Conjure. Genau, so was müssen wir denn überhaupt machen? Gather Fire Essence. Ich müsste also 50 von diesen Essenzen finden. Wieso habe ich denn noch gar keine Essenz gefunden? Ah, Clay. Ich müsste doch eigentlich... wo finde ich es denn? Ach so. Haha. Essence Mastery. Fire Mastery. Okay. Hast du schon... Hast du in Essence Mastery schon irgendwas geskillt? Oder noch nicht? Moment, ich gucke. Ich habe keinen Skillpunkt übrig. Ich auch nicht mehr, aber ich glaube, wir müssen in Essence Mastery was... Hast du schon Feueressenzen bekommen oder hatte ich welche und habe die hier reingepackt? Ach, ich habe schon welche bekommen. Du hast Fire Mastery, damit... nee, doch, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, 750 Feueressenzen habe ich. Also irgendwie... Ja, okay. Ich glaube, 17 habe ich bekommen und ich muss in dieser einen Kiste irgendwo... ich muss mit 40 gestartet sein, glaube ich. Ne? Kann das sein? Ja, das kann sein, dass du genügend hattest. Ja, ja. Irgendein Werwolf ist draußen. Ja, auch wir wissen aber, der kann gar nicht so viel, der Werwolf. Nee, der kann nichts. Ne? Der will nur angeben. Jetzt mache ich Feuer als erstes, ja. Okay, wir haben Besuch.
Ich wollte die Tür eh ausbauen dann. Wollen wir den. Der ist aber nicht an der Tür. Pass auf, dann mach ich die Tür mal auf. Warte mal, ich erschieße ihn einfach. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hier. Ach komm, ich hab, da habe ich keinen Bock zu. Er ist hier. Weg. Er ist weg. Okay, ich hätte ihn jetzt ausnehmen, gekillt. Ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Ja, bist ja schon bei. Okay. Crests. Crests. Craft Fire Conjure, Place Fire Conjure. Das mache ich auf jeden Fall. Den Fire Conjure. Das ist auch mein Job gerade. Fire Conjure. Ach, du machst auch Feuer zuerst? Nö, aber ich habe jetzt Eis, die Eispfeile fand ich sehr effektiv, weil, wie immer, war er in der Kältestarre und konnte sich nicht wegbewegen. Das fand ich sehr nice. Warum kann ich den Fire Conjure denn nicht herstellen? Kannst du den herstellen? Ach nee, das ist ein Conjure. Ja, kann ich. Ja, doch, kann ich auch. Lamp of Cosmos. Müsstest du auch. Ja, ich hab, müsste auch genügend Ressourcen da sein. Das wäre sogar gut, wenn du nicht das gleiche machst wie ich, weil dann haben wir unterschiedliche Zauberei. Also wenn ja, du dich damit anfreunden. Ich habe jetzt gerade 57 Feueressenzen. Da das Skillpunkte bringt, wenn ich das Ding herstelle, wäre ich blöd, wenn ich es nicht machen würde von der Idee her. Ja, die anderen bringen auch Skillpunkte, oder? Ja, aber ich kann sie nicht herstellen, weil ich die Essenzen noch nicht dafür habe. Ach so. So, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Also mir fehlen noch Eisessenzen. Ich habe halt eben nur Feueressenzen hinzubekommen. Ja, okay. Und keine Eis- und Lightning-Essenzen habe ich noch nicht herbekommen. Okay, weißt du was? Ich breche mein Feueressenz ab. Meinst du? Ja, habe ich gerade. Und stell Eisessenzen her. Das heißt, ich brauche... Oh, Nitro brauche ich? Echt jetzt? Nein, du kannst Eisessenzen doch nicht herstellen. Die musst du draußen farmen. Ich habe 48, mir fehlen 2. Dir fehlen 2? Ja. Ja, hier, pass auf, dann nimm dir 2, warte, ich gebe dir 2. Weil ich hatte ja 40 hat man einen Start bekommen, warte, droppe ich hier, da, bitteschön. Perfekt, dann mache ich jetzt in Eiszauber und du in Feuerzauber. Ja, Potassium haben wir genau 102, das reicht also. Habe ich schon. Conjure, Fire Conjure, Craft. Tristan. Perfekt, danke schön. Vielen lieben Dank für den Host. Tristan Rea, danke schön. Dann haben wir nämlich jetzt den Vorteil, dass wir zwei unterschiedliche Zauberrichtungen gehen können. Genau. Ja, das ist schon ganz gut. Das, aber wie gesagt, ne, die Questreihen bringen ja Skillpunkte. Und ich hatte nur 40 Essenzen und ich habe bisher auch keine bekommen von den anderen. Und wenn ich von vorher gerade 57 habe, dachte ich mir, macht es ja dann irgendwie sinnvoll. Macht es ja vielleicht Sinn, wenn ich dann... Ja, die kann ich auch trinken, das weiß ich. Kann ich dann immer auch machen. Ne? So, du, wir sind bei 28 Minuten. 29 Minuten. Ja, dann ist es schon wieder soweit. Dann verabschieden wir uns, ist ja eh Nacht. Dann hole ich mir mal eben was zu trinken und dann nehmen wir dann so ab 4 wieder auf oder sowas, ne? Richtig. Genau. An den Zauberhut arbeiten wir noch. An dem Zauberhut arbeiten wir. Genau. Okay, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.